Der Verein Refugio München bietet mit seinem Projekt Eltern aktiv, Müttern und Vätern mit Flucht- und Migrationshintergrund ein muttersprachliches Elterntrainingsprogramm an. Our topic was how to praise my child appropriately. Das Training dauert 3 Monate und setzt auf Empowerment der Familien durch Stärkung der Eltern. Wir haben bei Refugio sehr viele Menschen in Psychotherapie, die traumatische Erfahrungen hatten in ihrer Heimat oder auf der Flucht. Und viele hatten berichtet, dass sie so schwer belastet sind, dass sie sich oft nicht ausreichend um die Kinder mehr kümmern können oder oft aggressiv werden, bisweilen auch die Kinder leider schlagen und die selber sehr darunter leiden. Und wir haben das Programm eigentlich ursprünglich für diese Menschen entwickelt, nämlich wie sie in diesen Stresssituationen besser reagieren können, einfach ihren Kindern trotzdem Aufmerksamkeit geben können und an ihren Ressourcen dranbleiben können. Die Trainings finden bei Bedarf auch einzeln in der Muttersprache statt. Interkulturelle Aspekte in der Erziehung sind ein Schwerpunkt. Viele Sachen wusste ich nicht bevor Elterntraining. Ich habe gedacht, ich kann meinen Kindern jetzt nicht helfen. Manchmal habe ich so ein Gefühl, dass ich kein Vater bin. Ja. Ich kann gar nichts für meine Kinder machen. Mit Elterntraining war das wieder refresh und war alles in Ordnung. Und bin ich wieder ein Vater, kann ich alles für meine Kinder machen, antworten, Lösung finden. Elternaktiv ist ein wichtiger Kooperationspartner von vielen Eltern-Kind-Einrichtungen. Durch die Fokussierung auf das Kulturverständnis in der Erziehung können die Familien die eigene Kultur bewahren und gleichzeitig die neue Kultur ins eigene Leben einbinden.